Okay, das Vieh ist nicht mehr auf dem Dach. Es ist da oben einfach. Ja. Es schläft. Mit einer Surprise Attack können wir das Ding vielleicht erledigen. Da unten ist das dritte, es sind drei. Oh fuck. You ass! What is that? Boom boom. Das ist aber auch eine Scheiße hier in diesem Gebiet. Ey, ich komme hier nicht raus. Das kann doch nicht sein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, hier wegzukommen. Und ich will noch nicht durch das halbe neue Gebiet rennen, um hier rauszukommen. Das spoilere ich mich doch. Es muss eine Möglichkeit geben, hier rauszukommen. Und ich korrigiere mich. Das ist viel mieser als eine Mimik. Viel mieser. Ey, ganz ehrlich, das ist doch wirklich lame. Jetzt habe ich das Falsche getrunken. Warte mal. Hallo? Bitte! Tausende perforierende Stacheln der Scheiße! Ich komme hier nicht raus. Ich kann mich nicht raus teleportieren. Hätte man das mal vorher gewusst. Dann hätte ich das so natürlich nicht gemacht. Dann hätte ich die Truhe nicht gelootet. Also gegen diese Käferviecher komme ich noch nicht richtig ran. Oder an. Wo bringt mich das hin? Oh, Scheiße. Ey. Ich wusste nicht, dass ich beim Almöhi lande und der mich einfach totprügelt. Ehrlich, der Schild bringt mir hier auch nichts. Oh, geht doch.
Puh, Schimmerstein-Überrest. Was ist denn das hier genau? Opas Rest oder was? Schmiedestein Stufe 5. Ja, das, was hier oben ist, kann ich jetzt leider ja nicht mehr looten. Auch wenn ich es gerne würde. Aber ich bin froh, dass ich überhaupt an diesen Punkt gekommen bin. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wo das hinführt. Vielleicht ist hier eine Truhe, die mich wieder zurückführt. Ich habe keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall so, als sei da schon wieder einer von diesen komischen Käferwächtern. Da ist auf jeden Fall was. Dunkelschmiedestein. Just why, ey. Quatsch. Down. Hier oben sind wir jetzt. Verstehe. Bitte bring mich zurück. Schade. Steinsprenger. Neuer Zauber. Weil so komme ich hier wahrscheinlich nicht rauf. Da vorne. Dann will ich da aber eigentlich gar nicht drauf. Andererseits ist hier nichts anderes mehr. Die runtertreten. Oh. Wie kann man so doof sein? Ich weiß nicht, ob ich die wegschlagen kann. Beide getroffen. Was hat nur ihn getroffen? Wenn wir überleben wollen, müssen wir jetzt das trinken. Schnell, 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 schnell. Das tut aber auch weh. Goldene Rune. Wir sind weit gekommen. Keine Nebelwand. Schade.
Das ist nicht euer fucking Ernst. Das ist einfach nicht euer fucking Ernst, was ihr mir hier antut. Okay, wir müssen... Okay, wir müssen das Ding tot. Und durch die Wand geschlagen, ne? Nur mal so. Nur mal so, einfach durch die Wand geschlagen. Richtig hinterhältig. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier wegkomme. Es kann auch sein, dass ich nicht reisen kann, weil ich im Untergrund bin. Das ist halt richtig schön ärgerlich, weil jetzt hier irgendwie 3000 Seelen liegen und das einfach nicht Not tat. Ich konnte mich nicht teleportieren, weil ich im Untergrund war. Das war die Lösung. Komm. Dahinter ist ein Monster. Da bewegt sich irgendwas. Das können wir nicht aufmachen. Aber da ist auf jeden Fall ein Monster. Puh, Alter. Okay, jetzt versuchen wir hier wieder rauszukommen. Das ignorieren wir mal geflissentlich. So, und jetzt müssen wir hier rauskommen, ohne zu sterben. Jesus Christ, okay. Ist das ein grauenhafter, gruseliger Ort, mit dem wir es hier zu tun haben? Holy shit. Jura, ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin, in deiner Nähe zu sein. Alter Schwede. Okay, wir können erstmal eine Stufe aufsteigen. Das haben wir uns aber auch verdient. Kondition. Was ist Arkanenergie? Okay, da kriegen wir mehr Schaden oder so. Und wie kriegen wir mehr Magieplätze? Mit Weisheit? Geist sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen... Wir brauchen mehr FP. Das kann auch nicht schaden. Okay, bevor wir die Aufnahme jetzt beenden, wollte ich mir eigentlich noch diesen Blade angucken. Allerdings sind die ganzen Dinger hier ziemlich weit weg. Das nervt ein bisschen.
Ja, wobei, das können wir auch beim nächsten Mal machen. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gucken uns nochmal die Ruinen beim Drachen da an. Von denen wir so unflätig wegteleportiert wurden. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass sowas passieren kann. Das ist als Learning nämlich nicht verkehrt. Wir wissen jetzt, unter Umständen könnten wir einfach wegteleportiert werden von irgendwo, von so einer Truhe. So, und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wenn ich die jetzt nochmal loote, ist die dann nochmal scheiße? Ja. Die Truhe ist einfach immer wieder ein Arschloch. Schön, dass es manche Konstanten in dieser Welt gibt. Was wieder zurückweicht. Ihr müsst nicht traurig sein, ihr respawnt doch gleich wieder. Es dauert ja nicht mal lange. Muss nur irgendwo an einem Ort der Gnade rasten und dann seid ihr alle wieder da, vereint und könnt euren Shit machen. Ups. So. Da ist dieses riesige Leuchtfeuer. Kann man da dahinter gehen? Warte mal, da vorne ist was. Hier ist nichts, ne? Aber da hinten kann man irgendwie lang gehen. Guck mal. Unter diese eingestürzte Ruine. Da ist eine Krabbe. Okay, das ist einfach nur eine Krabbe. Da oben waren wir auch schon. Und da sind diese... Lauf, Bamboleo! Holy shit! Oh! Ey, Alter, ich bin gerade so seinem Feuer entkommen. Ah, das war doof. Okay, der macht immer seinen Dreher hier. Okay. Scheiße.
Now is the time. Fuck. We need the last thing. Oh mein Gott, wir hatten ihn halb tot. Wir hatten ihn halb tot. Der ist gar nicht so schwer. Ort der Wiederbelebung, Marikas Pfahl. Mal sehen, wie nah das dran ist. Der ist gar nicht so schwer, tatsächlich. Der geht. Jetzt steht er halt da, ne? Und ist vermutlich ziemlich wütend. Grundsätzlich geht er aber, wie gesagt. Komm, mein Drachenfreund. Oh, der tat weh. Ah, fuck. Aber ich muss noch ein paar Mal lernen, diese Drachenangriffe abzuwehren. Diese spezifischen, aber wie krass ist der bitte? Bin ich hier safe? Ja. Mann, ich war kurz davor auszuweichen. Ich habe es wieder nicht richtig hingekriegt. Mann, das ist doch scheiße. Komm schon. Ah, Mann. Ausweichen. Weg, 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 weg. Okay, hier sollten wir sicher sein. Ständig an den scheiß Kopf. Ah, das habe ich nicht gesehen. Hinter. Okay, wir haben keine Heiltränke mehr. Und er ist immer noch nur halb tot. Wir haben immer noch diese dummen Nachladerufe, die mich mega aufregen. Dass mir das Schild groß was bringen würde, wahrscheinlich. Ich
Feuer. Nicht so. Nicht so. Ach, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ärgerlich, wirklich. Der ist nicht so schwer. Was mache ich denn? Halb wieder. Halb down. Ich muss versuchen, vielleicht mit so einem Sprungschlag an den Kopf zu kommen. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es mit Sturmwind probieren soll. Bin ich jetzt auch kein so großer Fan von, ehrlich gesagt. Ah, ich wollte gerade noch eine Rolle machen. Das ist die Frage, ob das was gebracht hätte. Okay, das kam unerwartet. Ich dachte, ich bin unter ihm safe, wenn er diese Schwanzattacke macht. Offenbar nicht, was ich ein bisschen merkwürdig finde, ehrlich gesagt. Wir müssen das Ding doch irgendwie down kriegen. Wenn er jetzt hier schon mal steht. Kommt aber auch weit mit dem Strahl dort. Das ist kein gewöhnlicher Mittelstrahl. Da ist richtig Druck drauf. Ja, der saß. Ich weiß gar nicht, ob ich den richtigen Talisman überhaupt drin habe. Habe ich den drin? Wir müssen diesen Stein hier vielleicht nutzen. Wenn wir um diesen Stein herum das Ganze machen. Schläge gegen den Kopf haben mir auf jeden Fall nicht gefallen. So, weiter kannst du nicht, mein Freund. Weiter kannst du nicht. Lauf, 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 lauf. Safe. Jetzt. Bei Feuer. Nicht so.
Nicht so. Wo ist mein Felsen der Rettung? Da ist er. Kann ich eigentlich... Also kann ich wahrscheinlich schon... No, 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 no. Komm schon. Komm schon. Steh auf. Okay. Okay. Nein, das ist doch falsch. Pussy-Taktik. Drachenherz. Eine neue Kraft der Drachen ist in der Kathedrale der Drachenkommunion verfügbar. Ja. Ich finde, an diesem Punkt kann man dann auch die Folge beenden, weil besser wird's nicht mehr als das. I want you for an adventure.